Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute gucken wir uns Epic Wins and Fails in StumbleGuys an, Freunde. Da gibt es ein paar Zusammenschnitte, die ich rausgesucht habe, Freunde. Unten ist auch natürlich das Originalvideo verlinkt, Freunde. Da könnt ihr auch aufgehen, wenn ihr möchtet. Es ist richtig geil geeditet und gecuttet, Freunde. Es wird bestimmt mega lustig. Mit dabei ist heute Kalle, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So, Friends, wir gehen rein. Let's gucken go. Uns an. Wins and Fails. Okay. Oh mein Gott! Hä? Was ist deine Mission? Wie kommt, kann man so einen Replay-Modus machen, oder was? Ich wusste gar nicht, dass man in so einen Replay-Modus reinkommt. Gibt's den wirklich? Weil es sah gerade aus, als ob er es gehackt hätte. Ich weiß es nicht. Okay, ich bin gespannt. Ihr könnt aber gerne reinschreiben, wie gut ihr euch selber findet in StumbleGuys, Freunde. Das mache ich auch immer. Wenn ich weiß, ich bin safe, dann troll ich die Leute. Ja, oh mein Gott, der arme Digga hat Mocken gegen den Kopf gekriegt. Der arme. Was passiert jetzt? Ach so! Was war das? Einfach Hacker. Er hat es nicht geschafft, der arme Digga da. Geil. Aber Kalle, weißt du noch, wo du so geslappt wurdest von mir? Ja! Ich hab dich einfach gepackt und runtergeschmissen, Freunde. Wenn ihr das nicht gesehen habt, checkt es gerne ab. Ich hab mich genauso gefühlt. Okay, okay. Let's go. Ja, Finale, wir wissen. Fast, boy! I'm coming for you! Nee. Okay, okay. Das ist doch viel intenser, weil normaler Ninja gegen Special Ninja. Ich schwör. Er geht den normalen Weg, der andere macht... Oh mein Gott! Er hat reingekackt. Bild? Jetzt darüber. Okay, F. Ey, das ist echt gut gemacht, Freunde. Besser als diese Red Arcade Fortnite-Dinger, finde ich. Oh, das ist mir schon so oft passiert. Du kommst da halt auch nicht mehr weg. Bild. Yo, chill mal, Digga. Qualified. Habt ihr schon mal gewonnen? Schreibt es gerne mal rein. In Vollgeist ist das Gewinnen auf jeden Fall um einiges schwerer als hier, Freunde. Ah, das Legendäre, du musst einfach Glück haben. Oh mein Gott. Boah, das ist aber auch eklig. Vor allem, wenn zu viele kommen, dann schubsen einfach alle. Du hast keine Chance. Und dann hat jemand noch dieses Unboxing-Mode. Und dann haut er die Leute runter. Ja, guck, das wusste ich, Digga. Warte. Fast as fuck, boy. Schön, was? Okay, nächste Dimension. Digga. Ja. Das ist richtiger Ohne, Mann. Nochmal dagegen. Aber er ist immer noch Erster. Tyler One, bester Mann, Freunde. Guck ich gerne. Okay. Boah, ich hasse diesen Modus. Lag? Lag? Also wahrscheinlich im Video selber? Ja, war klar. Okay. Aber das verarschen, aber hat nicht geklappt. Oh mein Gott, diese zwei Laser, wie schwer ist das? Nope. Jetzt hat er ein Problem, oder? Oh, Ninja gegen Ninja, die machen Klatschbattle. Einfach die Blutgrätsche. Der arme Digga. Aber er ist auch abgefackelt, oder? Ja, er ist auch reingegangen. Digga, er hat ihm gar nichts gebracht. Ey, das habe ich noch nie gespielt. Bei mir war bis immer nur die gleichen Finale. Ich hab das, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gehabt, das ist intens schwer. Ja, übel. Weil alle trollen. Ja, safe. Das ist das Geile an StumbleGuys, die nehmen das nicht so ernst wie bei Fall Guys. Die trollen sich alle gegenseitig und boxen sich und hauen sich um. Das ist die beste Taktik, einfach irgendwo an der Ecke stehen eigentlich. Bei dem vielleicht nicht, aber... Der wurde hops genommen. Dieses Schlag Pay to Win Emote ist viel zu strong. Hä? Was war das? Er ist auf der Stelle gesprungen. Oh mein Gott.
Das sah killer aus, Digga. Das sah echt clean aus. Okay, let's go. wo will er denn hin? Digga, der Dümmste. Der hat kurz Fortnite 2 entdeckt. Oh, das ist auch geil. Das feiere ich. Mit den Passivhäusern abknallen. Digga. Sag mal, ohne Mann und ich im Fight, Digga. In Fortnite. Obwohl, Kalle ist auch so scheiße. Ja. Er hat sein eigenes Team kaputt gemacht. Wundert eigentlich, warum ich nach oben gucke, Freunde, weil mein Hauptbildschirm, da kann ich nicht aufnehmen, sowas. Deswegen muss ich nach oben gucken. Oh, die ist mächtig, Digga. Ciao, Leben. Qualified. Ja, okay, easy. Easy. 8-2 gewonnen. Oh, Freunde, könnt ihr euch daran erinnern? Das war sogar erst vor 2 Tagen oder so. Hier ist Odemann letzter gewonnen. Aber so richtig letzter. Er war immer noch am Anfang. Aber ich sag euch so, mit High-Gravity, Low-Gravity-Kram und so komme ich auch nie klar. Was war das denn? Guck mal, die meisten Leute gewinnen wegen diesem Box-Emote. Das ist so traurig. Man kriegt den ja nicht mal mehr, ne? Freunde, ich bin ein bisschen traurig, dass ich den nicht hab. Könnt ihr auch gerne mal reinschreien, ob ihr den Box-Emote habt. Ich habe ja nur diesen Umarm-Emote. Der ist aber auch strong. Vor allem haben die extra alle neu gekeybindet, wie du rechts aussiehst, so. Auf übelst tryhard-Bein. Safe, so auf E, Digga, damit er die ganze Zeit drücken kann. Wo wär denn? Oh, ich muss niesen. Aber wenn ich niese... Oh, ich muss doch nicht niesen. Oh, rest in peace, man. Wir sehen uns. Boxen. Ich weiß, wo jetzt ist. Aber er hat auch Boxen. Was war das, Digga? Ey, es ist so OP, wenn du der Einzige bist, der es hast. Ja, safe, das ist so dumm. Freunde, das ist so dumm. Warum macht man das? Damit zerstört man ja das Spiel. Aber dafür haben sich wahrscheinlich Leute todes viele Battle Pässe gekauft und die sind übel reich. Digga, benutzt auch diese Standard-PNGs auf, wenn du eingibst. Emoji, da kommt genau der. Aber irgendwie ist es auch Troll. Ich wünsche nur, jeder hätte den. Da würden am Anfang alle sich gegenseitig boxen, die ganze Zeit. Oha, der war wild. Nein, der dreht nochmal um. Er dreht nochmal um. Digga, er haut nur die Leute weg und gewinnt damit. Das ist so blöd. Nein. Der lacht wie du, Digga. Honey Drop. Okay. Da habe ich gewonnen, Freunde. By the way, das einzige Finale, wo ich mal gewonnen habe. Okay, entspann dich. Jetzt kommen die Tryhard Tactics. Ist so. Was hat er vor? Er will nur ihn hauen. Ist halt echt. Mehr hat er nicht vor. Boah, er hasst ihn so sehr. Tu es, Junge. Oh mein Gott. Er hat aber noch überlebt. Nein. Er ist unter ihm. Oh, ich hoffe, Karma schlägt zurück. Ja, bitte. Oh, aber das war krank gesaved. Da hat er verdient. Krass. Boah, das wird ein wildes Battle und er wird ihn boxen und am Ende gewinnen. Wetten? Es ist immer das Gleiche. Oh, da kommt noch jemand. Und die haben beide keinen Box-Emote. Das ist so klar, Digga. Oh, der Arme. Oh, aber er ist fast noch runtergefallen. So, Freunde. Beginn des nächsten Videos. Ist natürlich auch verlinkt unten. What the fuck? Wer ist er denn? Steve Harvey, bester Mann. Okay. Ah! Das kenne ich, Digga. Das ist ohne Mann gestern auch passiert, Freunde. Wenn du einmal da drinnen bist, Digga. Stop it! Boah, wild? Okay. Junge, gib mir. Was machst du da? Okay, er hat was ganz Dummes vor. Digga, das funktioniert doch nicht. Das sieht man doch, Digga. Was versucht der? er hätte nur normal laufen müssen, Freunde, und einfach weitergekommen.
Er war doch einer der Ersten, was macht der da? Aber hätte es geklappt, wäre er der Coolste. Dann wäre er cool, Digga. Das ist so gut geschnitten. Diese Lache, Digga. Wild. Good job. Ist das Finale? Nee, ist eine andere Runde, okay? Okay. Das wird nix. Ah, RIP. Eigentlich ist man dann automatisch raus. Er will ihn unboxen, oder? Er hat daneben gehauen, du Noob. Hey, den benutze ich auch immer, Sprudel. Why are you running? Why are you running? Er wurde... Warte mal. Er hat es nicht geschafft. Der Typ, der die Leute trollen wollte, ist rausgeflogen. Was ein Vollidiot. Da ist er. Ciao. Aber will das gehen? Ist halt echt so. Okay. I'm fast a fuckboy. Hä? Es geht nicht weiter. Unendliche Schleife. Oh, ich hasse Fußball. Man kann das nicht gewinnen. Es ist auch das schlechteste Spiel im ganz Double Guys. Ihr könnt aber euer Hassgame reinschreiben. Aber ich finde, Fußball ist das schlechteste. Wenn jemand so kommentieren würde, würde ich es fühlen, ja. Bei Runden kein Bock mehr auf das Spiel. Box ihn! Hä? Naruto! Er ist einfach weg! Oh, RIP! Oh mein Gott, da wurde er weggeschleudert des Lebens. Okay, aber er kann noch gewinnen. Oh, er nimmt ihn mit! Was macht der da, Digga? Geil. What's up, baby? Oh shit! Ah, er hat ein kleines Problem, glaube ich. Okay. Hä? Aber er gewinnt, oder? Qualified. Oder sagst du, kommt noch einer? Ja, aber eigentlich müsste es easy schaffen. Ah, er wird trollen. Er wird daneben hauen und der wird verlieren. Ah, oh, schade, ich dachte, er trollt ihn noch. It's only game, why you have to be mad? Aber. Nee. Okay. Was war das denn? Oh mein Gott! Ey, das ist auch so ein unmögliches Spiel. Ich feier das übel. Wegen diesen Bouncern, die kommen immer random. Ja. Digga, ich will dieses Schlag-Emote haben. Ich hoffe, der kommt nochmal rein. Wenn er 20 Euro kostet, ich hole ihn trotzdem. Oh shit. Jo. Das ist so dumm. Dieser Emote, Digga. Ach so. Jo. Entspann dich. Okay, er dachte, er denkt, er hat durchgespielt. Geh hin, box sie weg. Geil. Noch einer. Oh, Karma. Another one. Er macht Emote, dass er schläft. Auf Disrespect sein Onkel. Geil. Yo, was war das für ein Jump? Nee. Ciao. Oh mein Gott. Oh. Keiner hat gewonnen. Ich glaube, keiner hat gewonnen. Was war das denn? Das ist Cristiano Ronaldo. Guck, ich wusste es. Cristiano Waldo. Lionel Pessi. Gibt es die echt? Ja. Hä, wie geil. Lionel Pessi. Das kenne ich gar nicht. Ist auch im Finale, gell? Ja. Oha, er hätte ihn einfach umgekickt. Wusste gar nicht, dass das geht. Schade, rest in peace, aber... Einfach Kalle. Wenn er Shorts macht.
Okay, let's go. Wo wollt ihr alle hin? Einfach Suicide Squad mal anders. Was versuchen die da? Check ich nicht. Gib ihm. Ja, ach so. Okay. Einfach Hacker. Er cheatet einfach. Okay. Das war's, Freunde. Die beiden Videos waren wunderschön gecuttet, richtig gut gemacht. Ich habe sehr gelacht, Freunde, und auch nicht auf Krampf, weil bei zum Beispiel Red Arcade diese Fortnite-Dinger kann ich mir nicht geben, weil die meisten ist alles nur Scheiße. Aber das war wirklich gut geschnitten, Freunde. Unten sind die Originalvideos. Checkt auch gerne Color Up, ist im Titel verlinkt, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.